In den letzten Wochen wurde viel über eine Unterschriftenaktion der beiden Stadträte Thomas Fitzner und Daniel Moss zum Neubau einer Ballsporthalle diskutiert. Wir haben uns mit beiden im Rathaus zu einem kurzen Gespräch getroffen. Sie haben die beiden Vereine Basketball-Löwen und Volley-Team angesprochen. Viele Vereine in Erfurt würden sagen, die haben ja eigentlich eine recht komfortable Situation mit ihrer Spielstätte. So schön hätten wir es auch gerne. Es gibt viele Vereine, die andere Bedingungen vorgesprochen haben. Es gibt das Beispiel in Darmstadt, Sie haben es angesprochen. Oder zum Beispiel die Black Dragons, die seit Jahren darauf warten, dass an ihrer Eishalle irgendetwas passiert. Wie sehen Sie das? Also im Prinzip muss man erstmal ganz klar sagen, dass die Riedsporthalle eigentlich nicht dafür gedacht ist, um Spitzensport hier durchführen zu lassen. Die Riedsporthalle ist eine Schulsporthalle und ist ausschließlich auch so konzipiert worden, dass sie für den Schulsport genutzt wird. Es ist jetzt schon so, dass die Kapazitäten nicht ausreichen, weil wir verschiedene Spitzenteams da unten spielen lassen in der Halle. Die Volleyballer zum Beispiel trainieren am Mittwoch. Das heißt, am Mittwoch kann diese Halle für den Schulsport nicht genutzt werden. Und natürlich ist uns klar, dass wir eine Vielzahl an Problemen in Erfurt haben. Wenn man sich den Wirtschaftsplan des Erfurter Sportbetriebes anguckt, ist gerade für die Rekonstruktion, Instandsetzung von Sportanlagen und Einrichtungen nur 35.000 Euro im Jahr drin. Und deswegen habe ich und Herr Moos zusammen auch einen Antrag über die Fraktion laufen gelassen, dass wir also nicht nur Planungskosten für eine Ballsporthalle einstellen, sondern dass wir 300.000 Euro zusätzlich eingestellt haben im Haushalt, auch so verabschiedet wurde von der Mehrheit in dem Stadtrat, dass 300.000 zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt werden für Instandsetzungsmaßnahmen in Hallen, die dringend erforderlich sind. Ja, schön. Nun geistern, seit Sie den Vorschlag umgebracht haben, haben sich natürlich viele Leute zu Wort gemeldet, viele Leute haben eine Meinung gehabt. Unter anderem hat sich auch unser Ministerpräsident gemeldet. Es geistern also viele Ideen rum, wie denn die neue Halle aussehen sollte, was sie für Kriterien erfüllen sollte. Wie sieht denn Ihre Idee dazu aus? Also generell muss man dazu ja sagen, dass Kommunalpolitik oder Politik im Allgemeinen, das ist ja immer Mannschaftssport. Das heißt, wir brauchen Mehrheiten, die was durchsetzen wollen. Und Thomas und ich, wir haben uns da quasi an die Spitze einer Bewegung gestellt und haben versucht, eine Mehrheit zu finden. Das haben wir mit dem ersten Schritt getan, indem wir 300.000 Euro für Planungskosten in diesen Haushalt, in den Doppelhaushalt, in den Erfurter Doppelhaushalt eingestellt haben und gleichzeitig 300.000 Euro auf den Breitensport, weil Breitensport und Spitzensport, die ziehen an einem Strang. Und jetzt, worüber Sie sprechen, das sind die nächsten Schritte. Jetzt müssen quasi die politischen Akteure wieder zusammenkommen. Wir müssen aber vor allem auch in das Gespräch mit denjenigen kommen, die später so eine Halle nutzen werden. Also das sind dann die Rollstuhlbasketballer, die Basketballer, die Volleyballerinnen und ganz andere Ballsportarten, alle an einen Tisch bringen und gemeinsam diskutieren, was konkret wird denn benötigt. Und erst wenn das Konzept dann steht, werden wir konkrete Hallenpläne aufstellen. Also momentan geistern tatsächlich viele Ideen rum. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, so verstehen wir das natürlich, dass wir diese vielen verschiedenen Enden, losen Enden zusammenbinden und dann ein Projekt daraus zu stricken. Das heißt, genauer gesagt, Sie sind werben quasi noch weiter für die Idee. Gibt es denn Ideen Ihrerseits, wen Sie denn in diesen Kreis noch gerne mit hineinziehen? Lange geisterte ja auch der THC rum, der natürlich immer die Hände gehoben hat und gesagt hat, er will nicht nach Erfurt, aber vielleicht andere Möglichkeiten noch da für die Halle oder dort jemanden zu regenerieren, damit ins Boot zu holen? Na gut, man kann ja nicht voraussehen, was in 10 Jahren mal in dieser Stadt ist. Und deswegen, Fakt ist, wir haben hier in der Landeshauptstadt Erfurt keine Halle, die über eine ansprechende Zuschauerkapazität verfügt. Und weil es unterschiedlichste Modelle gibt und wir auch wissen, dass wir das als Stadt nicht stemmen können finanziell, wir haben keine Millionen für irgendeine Halle, die wir zur Verfügung stellen können. Brauchen wir hier auch unbedingt das Land und es gibt neben den besagten Sportarten Volleyball, Basketball, dann die Basketball-Rollstuhlfahrer, gibt es auch eine Vielzahl an sogenannten neuen Sportarten, die auch Bedarf haben, Nachfragen haben, die im Moment nicht gedeckt werden können. Und es geht ja noch weiter, diese Halle ist erforderlich, um Hallenkapazitäten in anderen Sporthallen frei werden zu lassen, weil selbst der THC, der am Bad Langsalza spielt,
trainiert in Erfurt in einer Schulsporthalle. Das heißt, wenn der THC zukünftig in einer anderen Halle trainieren kann oder dann in Langensalza komplett, werden auch wieder Kapazitäten frei, die wir dringend brauchen für den Vereinssport. Also von dieser Halle partizipieren nicht nur Spitzensportler oder Spitzenvereine, sondern auch die Erfurter Vereine, weil es kaum Hallenzeiten gibt zu vernünftigen Zeiten. Um das nochmal zu ergänzen, was Thomas gesagt hat, es bringt also jetzt gar nicht das eine, es bringt gar nicht das eine gegen das andere auszuspielen, sondern letztlich haben alle gemeinsam dasselbe Problem, wir brauchen Hallenkapazitäten und deswegen sind wir davon überzeugt, wenn wir eine weitere oder auch, wir arbeiten ja auch in der Stadt Erfurt auch noch an anderen Schulsporthallen bauen, dann werden wir den Markt komplett, also beziehungsweise generell entlasten. Super. Dann kann man also nur im Sinne des Sports Ihnen viel, viel Erfolg wünschen bei der Durchsetzung Ihrer Idee, Ihres Vorhabens, wie es dann auch immer aussehen mag. Und wir bedanken uns natürlich, dass Sie Zeit für uns hatten, um uns Ihre Ideen mal vorzustellen. Ja, also wir bedanken uns auch. Und es sei hier nochmal klar gesagt, im Prinzip, dass wir auch weiterhin dafür sorgen werden und auch aufpassen, wir zwei insbesondere, dass für die kleineren Sportvereine zukünftig eben nicht nur 35.000 Euro für Instandsetzung im Wirtschaftsplan stehen, sondern dass man sukzessive hier endlich was tun muss. Das heißt, auch hier müssen Mittel aufgestockt werden. Dafür werden wir auch kämpfen. Ganz genau. Vielen Dank. Eine Nachricht, die sicherlich viele Vereine gerne zur Kenntnis nehmen. Dankeschön.